So Leute, habe die Ehre. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Unverhofft gibt es nochmal einen Winterdiensteinsatz. Heute haben wir den 2. April. Ich habe jetzt vorhin in der Arbeit Feierabend gemacht und habe jetzt einen anderen Kollegen abgelöst. Und ja, es hat heute ein bisschen etwas geschneit, nicht nass. Aber ja, wir haben Einsatzbefehl gekriegt. Auf alle Fälle unterwegs sind wir, für die was vielleicht beim anderen Winterdienstvideo noch nicht gesehen haben, mit dem 8000 Fast-Track. Ich habe jetzt überlegt, was für einer, 330 halt, der Grausee, der ganz Grausee. Und zwar dann haben wir Autobahn Schneeräumen vom Lohnunternehmen Köhl, das ist in Köhl sein Bulldog, sein Gespann. Und dann haben wir da jetzt quasi von. Das Video geht auch rein, das ist rein privat für mich quasi oder für euch, für YouTube. Das ist jetzt dann nicht irgendwie für eine Autobahn aus oder sonst irgendwas. Das ist keine bezahlte Werbung oder ähnliches. Oder das geht rein von mir aus und ich fahre beim Lohnunternehmen Köhl. Und genau, nicht das Ding jetzt da. Irgendwie meinst du, das geht für Autobahn aus, also das Video jetzt speziell bezogen darauf, sondern das rein von mir aus. Ja, also mal wieder ungewohnt, ein Video zu machen, zum Reden. ist mir auch nicht mehr so gewohnt. Ist mir auch nicht mehr so gewohnt. Ja, also demnächst mal wahrscheinlich nochmal ein bisschen Erdmulden fahren und mal schauen, mit welchem Bruder, dass wir das machen. Schauen wir mal. Ja, mit ein bisschen kälter dran. Ja, was gibt es sonst zum sagen? Ja, der Winter war verhältnismäßig eigentlich ruhig, glaube ich. Also es ist ja erst meine erste Saison, weil Winterdienst vor, aber ich glaube, andere Winter waren schon mal nascher. Aber es ist echt krass, dass jetzt so unverhofft da nochmal ein Schnee gekommen ist. Also wenn man recht hat, wir haben ja schon viel Gülle gefahren heuer, da habe ich zwar jetzt kein Video davon gemacht, vom Zubringerfahren und so, weil es einfach nie gepasst hat, weißt du, von der Kundschaft her und Ding, also weil du kannst ja auch nicht alles zeigen und Ding immer und also von dem her, falls für die, die was sich fragen, warum da kein Video gekommen ist vom Güllefahren oder so, es geht halt im Lohnunternehmen nicht immer von der Kundschaft her und alles, ne? Deswegen, da wollen wir schon ein bisschen drauf achten auch. Genau. Was gibt es sonst noch Neues? Oder ja. Mittlerweile, glaube ich, haben wir 3500 Abonnenten auf YouTube. Einmal frei. Weiter so. Schauen wir mal, ich habe mir ein Ziel gesetzt für das Jahr, aber das ist sehr hoch gesetzt. Deswegen, ich verraute jetzt einmal noch nicht. Ich habe es noch für mich gefalten und Ding und das. Schauen wir mal, was sich ergibt. Auf alle Fall bin ich jetzt unsere Baustellenroute einmal durchgefahren, aber das passt jetzt soweit und jetzt da mir die Parkplätze alle nochmal ein bisschen durchfahren, dass da alles passt. Da haben wir mal die Breite ein bisschen auf. Ja, so ist das. So, da. Fahren wir mal da durch. Jo. Ja, mittlerweile, also beim anderen Video war der Fast-Track noch gar nicht foliert. Der ist quasi, also da ist jetzt ein Köhl-Logo drauf und auf der Seite war nochmal JCB Fast-Track und so steht. Da steht jetzt auch Köhl, aber es sieht schon echt gut aus, muss ich sagen. Und vorne da ist quasi eigentlich auch das JCB-Zeichen, das ist auch Köhl-Logo jetzt. Das ist schon echt geil, muss man schon sagen. Ey Chef, siehst du mich da schon? Ja. Jetzt wollen wir mal schauen, ich bin da noch nicht durchgefahren, aber normalerweise geht es da vorne weiter. Normalerweise geht das. Ja, freilich. Es ist echt krass, wie die da teilweise parken müssen und so. Können da auch Leute da die Lastung fahren.
Hoppala. Ach ja. Also mittlerweile muss ich echt sagen, also bin ich echt ein Freund geworden von den Fast-Track. Am Anfang habe ich das immer nicht so, habe ich nicht gewusst, was sie nicht, aber mittlerweile, wenn sie sich mal damit befasst, sind sie echt eine super Sache. So Leute, Lenz hängt mit raus, ja. Na, du lässt mich natürlich nicht raus, du bist schon so einer. Das, ja, was willst du denn sagen? Was willst du da noch sagen? Naja, so ist es halt. Auf alle Fälle, ja. Jetzt drehen wir da nochmal ein bisschen durch. Ja, ich weiß gar nicht, ob es heute einen Rammermann haben, aber ich glaube, ein bisschen haben schon Rammermann. Ich habe nicht viel mitgekriegt und Ding, weil da war ich aber. Ist ein bisschen tiefer gelegen quasi von der Höhenlage. Und da ist auf jeden Fall kein Schnee, nicht liegen geblieben. Genau, was jetzt auch noch anders ist, ein Fast-Track, die hat einen Negativ-Gasumbau. Also, das heißt quasi, normalerweise sind wir die Fast-Track, das ist quasi so ein Pedal, was du so hindrückst dann quasi. Und so schon wieder allerweil quasi kann das sein. Und da hast du immer nicht so viel Gefühl, weißt du? Und ja, einmal ein bisschen mehr und weniger und dann schaut es aus, weil wenn du toll größte Depp weißt und das Bild davonher kannst. Deswegen ist das jetzt umgebaut, jetzt ist quasi oben angemacht, aber was du normalerweise eh hast, ist oben angemacht und du kannst auch, ja, weil bei jedem anderen Bild auch quasi gefühlsam Gas geben. Also, das ist echt eine super Sache. Also, ja, ich glaube, unser anderer Track, weiß ich nicht, ob der das schon hat, ob das schon umgebaut worden ist, aber wird auf jeden Fall auch gemacht. Also, das finde ich eine super Sache. So, da. Schauen wir mal zum nächsten Parkplatz. Dann schauen wir mal, ob der hier mit seinem Transporter uns anhupen möchte. Schauen wir mal, wo ist jetzt der Hupen da? Wenn er hupt, dann hupt man zurück. Wenn ich Grüßen mache. Oh nein, ist er freundlicher. Ja, sonst glaube ich, gibt es nichts groß am Bulldog, was anders ist. Es ist immer nur der Farbflug. Also, wir haben ja zwei Flüge, also zwei Track mit zwei Flüge und der andere ist ein ganz normaler, weiß nicht, nennt man das Seitenflug, also ich glaube einmal, oder ja, so ein Standardflug, sag ich einmal. Ist aber, glaube ich, ein bisschen breiter wie der. Und ja, genau. Aber den kannst du halt sehr universell verstellen und alles. Also, ist schon echt ein super Teil. Aber ich glaube, dass, also ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus damit, aber ich glaube, dass der Heiden Geld kosten. Und vor allem, da hast du jetzt quasi auch noch so Schienen dran, die kann ich auch hydraulisch anschwenken. Das ist ein Eiskratzer quasi. Wenn es jetzt ein Blitzeis hat, dann kann ich den anschwenken und dann kann ich das Eis auch wegkratzen. Also wir haben es jetzt Gott sei Dank noch nicht gebracht, muss man sagen, Gott sei Dank, weil Blitzeis ist nicht lustig. Ja, aber das haben wir auf jeden Fall auch dran. Wenn es drauf ankommt, dann kann das Ding richtig anpacken und richtig wegfördern. Ist schon eine super Sache. Ja, mich würde es auch mal, oder mich würde es auch mal interessieren, ob ich mich ein bisschen anstrengen soll. Ein bisschen Deutsch zu sprechen, nicht ganz so bayerisch immer, weil es schauen ja doch auch viele aus Deutschland zu, die auch nicht so bayerisch verstehen quasi. Kannst du mal in die Kommentare schreiben, ob es für diejenigen oder ob es allgemein ein bisschen gewünscht wird, dass ich ein bisschen deutscher spreche. Also ihr merkt schon, das fällt mir unbändig schwer. Also das, wenn du immer so daher schwafelst. Ach ja, so ist das. Ja, dann schauen wir mal, was die Saison so bringt. Ja, also Mais gesagt, glaube ich, hat bei uns noch gar keiner. Also, einmal sieht man es ja, dass schon ein bisschen Mais gesät worden ist in Deutschland auch ein Ding. Ein bisschen im oberen Teil oder Mitte Deutschland. Aber bei uns ist da noch nichts.
Ein paar haben jetzt schon vereinzelt Gülli auf dem Mais gefahren. Aber ja gut, das geht natürlich schon. Aber auch nicht überall. Also wir haben es auch gehabt, eingefahren und komplett angesoffen. Oben Staubdrucker, die ersten zieht es auch nicht mehr und dann hat es Flug gemacht und dann war die Sache gegessen. Jetzt stelle ich bloß da meinen linken Flügel ein bisschen vor. Weil da müssen wir nämlich jetzt immer ein bisschen aufschauen. Ja, da liegt da irgendwo drum. Weil ab und zu liegt da immer nur ein bisschen Schnee am Standstreifen, weil den immer gleich rausführen, wenn wir eh schon da sind. Genau. Ja, auf alle Fall, ein paar haben schon auf dem Mais auch, oder auf dem Mais heißt ja quasi vor dem Mais, andere fahren sehen dann zwar mit Fahrgassen und in den Mais rein, aber die meisten machen es ganz normal, wie immer. Am Acker hier und dann eingearbeitet und dann Mais gesät. Ja, genau. Ja, was ich mir letztens gedacht habe, weil bei uns in der Gegend da nämlich jetzt einer so ein Gülli-Verschlauchungssystem oder wie man das sagt, weiß ich jetzt auch nicht genau. Und da würde mich mal interessieren, ob das bei euch auch irgendwann in den Nächten angewendet wird oder so, oder was das eng von der Technik hält. Also ich finde das eigentlich sehr interessant. Aber es müssen halt auch die Flächen danach sein, weißt du? Also das, wenn ich jetzt da ein halbes Hektar und dann ein Hektar und so, dann ist das sehr schwierig, sag ich einmal. Oder dann müsstest du mit Feldrandcontainer und keine Ahnung. Also das, ich finde es eine sehr interessante Technik, weil du kannst halt einfach viel früher reinfahren in Acker und so. Aber wollen wir mal schauen, wo das alles noch hinführt. Also, andere halten gar nichts davon und Ding, aber also, ja, das muss man immer abwägen. Ne? Aber ich finde es eine sehr interessante Technik. Also, ich schaue mir das immer gerne auf YouTube auch an und so, weil das da welche machen und so. Also, ich stelle es mir brutal aufwendig vor, aber das, ja, das glaube ich ist eine Gewohnheitssache. Wenn du einmal eingespült bist und weißt, was du fahren musst, glaube ich auch, weil mit dem Schlauch, da musst du auch. Also, kannst es nicht im Kreis fahren, weil irgendwann spürst du ja hin, dann kannst du nicht über deinen Schlauch drüber fahren. Also da musst du schon was drauf haben, glaube ich. Aber auf jeden Fall sehr interessante Technik, finde ich. Genau. Auf alle Fall fahren wir mal weiter. Suchen wir seinen nächsten Parkplatz. Oh, da wird auch was gebaut. Ich weiß zwar nicht was. Ja, gebaut wird viel mittlerweile. Überall siehst du, dass das gebaut wird. Genau. Uch, ja. Ja, ist immer schwierig, da so weit voraus zu sehen, wenn die Scheiben so nass ist, wo ein Schnee liegt, weil da liegt immer nicht viel Schnee. Aber du musst auch abbremsen, da kannst du es dann nicht mit 70 Schüttel rein da und da voll einballern, also das ist nicht gut. Dann machen wir schon ein bisschen langsamer da. Also nicht weil zwecks dem Schnee, sondern zwecks der Technik und das sind ja auch die Gummilippen dran und Ding, das raucht ja alles bloß weg, wenn du das am Tier da voll hinmährst. Ach ja. Aber verhältnismäßig ist irgendwie, ja gut, heute ist Samstag, eigentlich wenig Verkehr. Weil die Strecke fahre ich auch immer in der Arbeit. Bloß aufwärts halt. Heimwärts fahre ich mal Landstraße, weil da sieht man mehr von der Landschaft. Aber in der Früh ist immer noch dunkel. Da bringt es immer nichts. Da fahre ich mal Autobahn. Da fährt man schon mal normalerweise keine Fächer zusammen. Das ist. Ja, sonst, was gibt es beim Lohnunternehmen Neues? Also ein paar neue Maschinen kommen. Aber das wird es auch noch vielleicht ein bisschen in die Videos sehen. Oh, da schau her, da haben wir jetzt schon einen Fall da an der Brücke. Aber da müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein, weil da darf man nicht so alles schmeißen da. Dann ist das da bloß ein bisschen auf Seitenschirm. Aber nicht drunter. Ja, das. Ist jetzt nicht so tragisch da, aber einfach sauber machen, dann passt das.
Weil da wirst du jetzt Vollgas fährst und da ist jetzt zwar kein Strauß drunter, aber dann schmeißt du den ganzen Schnee runter und blöd gesagt, dann geht der Fußgänger drunter oder was. Das ist absolut scheiße, das darfst du nicht machen. Du musst immer schön langsam da. Und dann passt das. Zack. Immer wieder auf. Und dann passt das. Dann ist das eine saubere Wahl. Ja, das Ding ist, da musst du halt vorher schon deinen Farbflug einstellen, weil du den brauchst. Also da ist schon klar, dass ich es nicht da um mich rum nach links. Deswegen den linken Flügel führen. Weil wenn du dann erst den Flügel verstellen musst und dann kommt der Schnee schon und bist du ab und Flügel und Ding und dann bist du schon vorbei so ungefähr. Deswegen muss man immer ein bisschen im Voraus überlegen, was man macht. Ja, kommt schon der nächste Parkplatz. Ja, ist jetzt echt nicht mehr nass und Ding, aber eigentlich sollte es schneien jetzt dann aufhören. Oder sollte es schon aufhören? Na, die Uhr ist auch noch nicht umgestellt vom Truck. Von meinem Auto ist auch noch nicht umgestellt. Deswegen finde ich mich ganz gut zurecht mit der alten Uhrzeit. Also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht oder Ding, aber seit der Zeitumstellung, ich komme in der Früh nicht aus dem Bett. So bin ich immer aufgestanden, weil wenn es nichts war und Ding, aber seit der Zeitumstellung, ich weiß nicht, ob sich das irgendwann noch bessert. Das habe ich noch nie so krass gehabt eigentlich. Und bin ich noch aufgetraut und alles, aber in der Früh komme ich dann einfach nicht aus dem Bett. Hoppala. Ach ja. Ja genau, jetzt zeigen wir mal den Traktor noch von außen für die was noch nicht gesehen haben oder was. Haben wir jetzt kurz da eine Möglichkeit, dass wir mal kurz anhalten. So. Ja, genau. Das ist quasi das Schild. Da kann da alles schwenken und zeigen wo einer auf, ab. Ist da gebaut mit so kurze Unterlenker quasi. Extra. Ja, und das sind quasi die Eiskratzer da. Das sind die Eiskratzer. Und da ist quasi die Schürfleisten da dran. Das ist auch so ein spezielles Material, dass das aushält. Ja, da sieht man jetzt das Köhl habe. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, gescheit. Aber es schaut echt cool aus. So. Ist schon ziemlich cool. Ja. Ansonsten ist das da. Ja, mit den LED-Scheinwerfern da. Da bleibt das Ding immer hängen, der Schnee immer hängen, weil ja, die halt nicht warm werden. Ja, so schaut es von hinten aus dann. Ja, schaut schon wuchtig aus. Mein Telelader lassen wir das quasi auf, das Salz. Und dann passt das. So, fahren wir weiter. Hoppa. Zack. Also fahren wir weiter. Zack, Streuer an. Sieht man immer schön in der Kamera da. Das Schöne ist, das ist die Fasttrack eigene Kamera. Also, wie wenn es gewusst hätten, dass wir da einen Salzstrahler hinbauen. Nein, der ist ein bisschen umgestellt quasi. Normalerweise geht der auf die Kugelkopf, dass du mit dem Anhängen dass du das besser siehst quasi. Oder, ja. Weil du siehst nicht viel, wenn du da irgendeinen Kipper oder so anhängen willst. Da siehst du nicht viel. So. Und stopp. Passt wieder. Schauen wir mal weiter. Ja, gut, Leute. Jetzt haben wir schon ungefähr 20 Minuten beieinander, glaube ich, für das Video. Falls mir noch was einfällt, dann erzähle ich es euch noch. Aber ich hoffe, euch hat es jetzt nochmal gefallen, dass wir ein Winterdienstvideo machen. Es kann allerdings ein bisschen dauern, bis das jetzt kommt, bis ich zum Schneien komme und alles und das Affelot. Also, es kann jetzt schon noch ein, zwei Wochen dauern, aber wenn ihr es seht, dann ist es eh schon heraus. Also, macht es gut und haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal.
Lasst ein Gefällt mir da und einen Kommentar über die ganzen Sachen, weil ich jetzt gefragt habe über euch oder an euch, was denkt ihr von heute und wie und was. Genau. So viel dazu. Und ja, wenn es euch gefallen hat oder ihr habt es noch nicht abonniert, dann abonnieren bitte. Da bin ich auch gefreut. Genau. Also, dann sehen wir uns nächstes Mal vielleicht bei schönem Wetter und dann eine fette Habadere.